Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel wieder für Sie da mit einem Lichtblick heute. Das habe ich mal so überschrieben mit eine Phänomenta für Menschen mit Demenz. Also vielleicht kennen Sie die Phänomenta in Lüdenscheid oder auch das Schloss Freudenberg in Wiesbaden. Und in beiden Städten oder Museen, da gibt es ja so die Idee, dass sich Menschen ungewöhnlichen und sehr anregenden sensorischen Erfahrungen aussetzen. Und mal so schauen, ja, was das so in ihnen bewirkt. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien mit Tieren, aber auch mit Menschen, die belegen, dass ein kognitiv anregendes Umfeld viele Funktionen verbessert und dass auch messbar zu einer höheren Verdichtung der kortikalen Stärke und der Durchblutung führt. Das heißt also, sensorische Anregungen und kognitive Auseinandersetzungen bringen tatsächlich etwas fürs Hirn. Was liegt da nahe? Näher als ein auf Demenz spezialisiertes sensorisches Programm zu machen, das ganz bestimmte kognitive Funktionen, die von der Demenz betroffen sind, fördert und unterstützt. Na, und eben sowas hat man in Frankreich gemacht, also eine verblindete, kontrollierte Studie, wo man drei Gruppen hat. Also eine Gruppe mit einem konventionellen Garten, dann eine Gruppe mit einem spezifisch sensorisch angereicherten Garten und eine dritte Gruppe, die immer nichts kriegen. Ja, das ist immer so das Schicksal der Kontrollgruppe, die kriegen nichts, um zu vergleichen, ob es da einen Effekt gibt. Nun denn, die Bewohner wurden nicht nach Zufallsprinzip, das war eine Einschränkung für die Studie, sondern nach Lokalisation der Zimmer in verschiedenen Bereichen zugeordnet. Das heißt, diejenigen, die jetzt nahe am konventionellen Garten gewesen sind, die waren die konventionelle Gruppe. Diejenigen, die nahe am neuen sensorischen Garten lagen, das war dann die Interventionsgruppe. Aber man hat geschaut und es gab keine großen nennenswerten Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen in Bezug auf Kognition, Aktivitäten des täglichen Lebens oder Gehfähigkeit, Mobilität. Also die Unterschiede waren gering. Und die Mitarbeiter, die wurden dann unterwiesen, die beiden Gruppen, und konventioneller Garten und sensorisch anregender Garten, die gezielt aufzufordern, in die Gärten zu gehen. Und zwar mit dem Ziel, dass die Menschen das mindestens viermal in der Woche nutzen. Wenn die Mitarbeiter aber einmal die Leute rausgeschickt haben, war dann die Idee, dass sie sie nicht begleiten. Also die Leute sollten unbegleitet den Garten erkunden und dort ihre Erfahrungen machen. In dem besonderen Garten mit einem anregenden Milieu, da gab es nun viele so Objekte und Installationen, die den Zweck hatten, bestimmte kognitive Defizite gezielt anzugehen. Also zum Beispiel eine Sonnenuhr, deren Zeiger der Bewohner war. Also der Bewohner stellte dann quasi den Zeiger dar für den Schattenwurf der Sonne. Eine Staffelei, an der man mit Pinsel und Wasserfarben den eigenen Emotionen Ausdruck geben konnte. Eine Anordnung von Spiegeln in einer gläsernen Pyramide, die das eigene Spiegelbild mit Blumen und verschiedenen Farben mischt. Na, das soll so die Selbstreflektivität und das Selbstbild anregen. Eine begehbare Konstruktion, die je nach Tageszeit unterschiedliche Lichteffekte im Zusammenhang mit der weiteren Umgebung erzeugte. Und so gab es noch eine ganze Reihe anderer Objekte, wo man mit Tönen, mit Farben, mit Bewegung experimentieren konnte, die einen dazu einluden, eher zur Ruhe zu kommen und still zu werden. Ja, alle drei Gruppen hat man untersucht zu Beginn der Studie und nach 6 Monaten, um dann eben zu schauen, ob es in Bezug auf kognitive Funktionen, Unabhängigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens und Schrittlänge und Balance einen Unterschied gibt. Diejenigen, die die Einschätzung vornahmen, waren nicht in die Studie involviert. Also die wussten weder, aus welcher Gruppe die kamen, noch warum sie diese Einschätzung jetzt zweimal vornehmen. Ja, und nach 6 Monaten, voilà, wiesen Personen aus der Kontrollgruppe und der normalen Gartengruppe, also der konventionellen Gartengruppe, schlechtere Werte auf als zuvor. Das heißt, deren Unabhängigkeit und deren kognitive Funktionen haben abgenommen. Personen aus der Interventionsgruppe dagegen hatten geringe signifikante Verbesserungen, also durchaus bedeutsam, aber im unteren Bereich, aber es ist nicht schlechter geworden. Ja, das heißt also Kognition, Aktivitäten des täglichen Lebens, Stehen auf einem Bein, Schrittlänge und Balance, also diese Dinge, die man dort getestet hat, die waren tatsächlich besser.
Nun ist das in vier verschiedenen Einrichtungen parallel nachgewiesen worden. Also es ist jetzt nicht ein Effekt, der sich nur in einer Einrichtung nachweisen ließ, sondern eben in verschiedenen. Und da in dieser Zeit keine anderen besonderen Interventionen stattfanden, ist die Vermutung naheliegend, dass diese Unterschiede doch auf die verstärkte Nutzung eines Gartens mit kognitionsspezifischen sensorischen Anregungen zurückzuführen ist. Also die intensive Auseinandersetzung mit diesen Objekten scheint doch irgendwie etwas bewirkt zu haben. Ja, natürlich ist bei der Untersuchung noch nicht erforscht worden, wie intensiv und wie lange sich die Nutzer mit den Modulen auseinandergesetzt haben und ob es einige Module gibt, die für die Förderung der kognitiven Funktionen wichtiger und positiver ausfielen als die anderen. Ja, sowas weiß man eben nicht. Man ist auch nicht so ganz sicher, ob die Mitarbeiter wirklich immer die nötige Zurückhaltung in der Begleitung an den Tag gelegt haben. Aber wie auch immer, immerhin belegt die Studie doch eine gewisse Plausibilität, dass solche kognitiv anregenden Umgebungen das Potenzial haben, den kognitiven Niedergang zu verzögern, kurzfristig vielleicht sogar anzuhalten und insgesamt Stimmung, Affekte und Lebensqualität zu heben und zu verbessern. Das ist doch wirklich ein Lichtblick. Es lohnt sich also, sich mit solchen Gärten auseinanderzusetzen. Ne, nur man muss klar sagen, also das war auch ein hoher Aufwand, das sind sehr besondere Objekte, die man dort hergestellt hat. Das ist also nicht etwas, das man so im üblichen Gartencenter findet, ne, sondern das sind schon sehr speziell hergestellte Objekte. Wie immer finden Sie einen Text dazu und die Quelle auf unserem Blog. Vielleicht haben Sie immer Lust, da so ein bisschen nachzuschauen. In der Originalstudie gibt es auch ganz nette Bilder, die ich jetzt hier so nicht zeigen kann, wegen Copyright-Verletzung. Aber wenn Sie da mal reinschauen, das ist eine Studie, an die kommen Sie eigentlich auch frei ran. Die ist jetzt nicht ja, mit besonders schwierigen Zugängen versehen. Machen Sie es gut, Christian Müller-Hergel.